Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über alle Neuigkeiten der letzten Pokémon Direct und unsere Eindrücke zu Spielen wie Life is Strange 2, Total War, Three Kingdoms und Monster Hunter. Das alles und mehr jetzt bei Folge 253 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hi. Hattest du ein schönes Wochenende? Ich hatte ein sehr schönes Wochenende, eine sehr schöne Woche, ein schönes Jahr bisher. Ich hoffe, euch geht es da draußen genauso. Mhm. Und ich hoffe, dass wir das jetzt mit diesem Podcast nicht ändern, sondern nur ins Positive höchstens umkehren. Ich hatte Samstag mal einmal einen Moment, da habe ich Judgment angefangen zu spielen, war aber vorher, also oder war schon dabei, recht müde und wurde dann auch sehr müde sofort, weil das ja ein recht langsames Spiel ist oftmals, wenn du nicht gerade durch die Gegend kämpfst, ja. Aber bei den Story-Missionen. Und da war es dann irgendwie Samstag Nachmittagabend, so 17, 18 Uhr. Ja, ja. Und ich bin dann halt nach, weiß ich nicht, 10 Minuten eingepennt. Und Lucy saß währenddessen am PC, hat irgendwas für Uni gemacht. Und bin dann eingepennt, eine halbe Stunde später wach geworden wieder. Und ohne das zu merken, in meinem Kopf, hab ich mir irgendwie dann automatisch die Vorstellung angelegt, dass das jetzt ein neuer Tag ist. Also ich wusste, dass das kein neuer Tag ist, aber aus irgendeinem Grund hat mein Kopf dann all die Ereignisse, die vor diesem Schlafen passiert sind, gedacht, das war gestern. Ja. Aber hundertprozentig sicher, ohne irgendeinen Zweifel. Und da gab es dann so 2 Stunden später irgendwie so einen Moment, wo wir darüber geredet haben, über den Tag und was wir wann gemacht haben. Ich so, ja, das haben wir doch gestern gemacht. Da hatten wir so eine 10-minütige Diskussion darüber, weil das für mich völlig unglaublich erschien, dass es am gleichen Tag war. Das war sehr, sehr seltsam, nur von einem halbstündigen Schlaf. Das war mein Highlight des Wochenendes. Lief Judgment dann im Idle-Modus, während du gepennt hast? Ja. Oh, schön. Ja, ja, ja. Das ist mir noch nie passiert. Generell beim Spiel? Nee, ich bin noch nie bei einem Spiel, bei einem Film kenne ich das, dass ich einschlafe, aber in dem Spiel, da bin ich ja so aktiv, da muss ich schon Pause drücken, um dann einzuschlafen. Nee, das ist mir bei Yakuza und Judgment schon öfter passiert irgendwie. Ja, ich habe so sehr aktiv diese Zwischensequenz noch zu Ende versucht zu sehen. Ich wollte gerade sagen, während du die Zwischensequenz guckst, ist es ja quasi wie bei einem Film. Ja, genau, und ich lag halt dann schon so auf der Seite langsam, habe ich so langsam Richtung Seiten, Richtung Liegeposition bewegt, dann lag ich da und habe ich so mega die Augen aufgezwängt und dann letzter Satz. Ja. Erzählt uns eure beim Spielen Einschlafgeschichten. Ich hoffe, es gibt irgendwie sowas wie intensives League of Legends Match, aber ging dann irgendwann nicht mehr. Dann ist mein Haus niedergebrannt. Dann liest man erst im Nachhinein die Chatnachrichten, die man bekommen hat. ja, das finde ich super. Are you asleep or something? Mit einem Destiny Raid. Ja, genau. Irgendwie so, bei World of Warcraft ist das garantiert schon Leuten passiert. Zwei Sachen möchte ich gerne ansprechen, bevor wir zu den News kommen. Zum einen gibt es bei uns auf Patreon und auf Steady für $5 bzw. Euro-Supporter eine neue Folge Hooked on Topic. Und da haben Robin und ich über unsere Most Wanted-Spiele 2020 geredet, so eine kleine Jahresvorschau gemacht in Podcast-Form. Da könnt ihr euch das anhören, exklusiv, und bekommt da mal so eine kleine Übersicht über die Spiele, die da kommen mögen in diesem Jahr und auf die wir uns freuen. Und das sind tatsächlich einige. Also 2020 ist stacked. Und das zweite ist eher so eine kleine. Wir haben noch nicht mal alles erwähnt in dem Ding. Weil halt auch nicht alle Spiele genaue Release-Daten haben und so. Manche sind sehr spekulativ. Ja. Das zweite ist eher so eine kleine Vorwarnung. Und zwar wird es von mir in diesem Jahr gar keine Videos mehr geben. Ich mache nur noch Strickdecken. nein, aber was ich nicht machen werde, ist ein herkömmliches GOTY-Video, so wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist auch, dass ich einfach, also die Liste an Spielen, die mir quasi noch fehlt, damit ich mich komfortabel fühle, so eine Liste überhaupt machen zu können, so ein GOTY-Video, die ist zu groß dieses Mal. Und es kommt noch dazu, dass immer, wenn ich in den letzten Jahren die Community-Videos gemacht habe, parallel mit meinem eigenen Video, das immer ein harter Crunch war und ich sowas gerne dieses Jahr vermeiden möchte. Ich höre mich gerade nur auf einem Ohr, aber der Sound bei euch müsste auf beiden das ist ankommen. Ja, wir haben so einen Wackelkontakt in unserem Mischpult. Das ist ablenkend, wenn man dann selbst redet. Nun, also, das ist es, die Arbeitslast ist es, und es soll dann aber nicht heißen, dass kein Video kommt von mir. Also ihr habt dann Robins Spiel des Jahres Video, ihr habt dann die 2 Community-Spiel des Jahres Videos, also 2, weil es halt ein Zweiteiler ist, eure Top 20, die ihr gewählt habt. Wo übrigens nochmal vielen Dank an alle, die ins Forum gegangen sind und ihre Stimme abgegeben haben, auch nachdem wir letzte Woche nochmal aufgerufen haben. Es waren dann jetzt tatsächlich so ziemlich genauso viele wie sonst auch. Hell yeah. Hat mich sehr gefreut. Jetzt ist es wieder so,
schön repräsentativ für die Hook-Community, denke ich. Und es ist auch eine sehr schöne Liste geworden. Also ich bin da sehr gespannt, wenn wir dann die besprechen werden. Ich finde sie sehr schön. Ich fand das, also ich weiß nicht, ich war sehr zufrieden. Und sie beginnt wieder mit so einem Ding, letztes Jahr. Meinst du auf der 20? Ja. Achso, ja. Ich weiß tatsächlich, was du meinst. Was ich gerne machen würde, ist etwas, was sich ebenfalls noch weiterführend mit dieser Community-Liste auseinandersetzt. Und zwar mit den Plätzen 21 und weiter. Und vor allem auch mal mit Spielen, die gar nicht genannt wurden. Mhm. Weil es gibt ein paar dabei, da bin ich ein bisschen sauer. Vielleicht mache ich dann so ein kleines, nicht ein wirkliches Rant-Video, aber mal so ein Video, wo ich das quasi noch weiterführend auswerte und da ein paar meiner Spiele des Jahres ja einstreuen kann. Aber das ist zumindest momentan der Gedanke. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Ich persönlich wäre sehr interessiert an einem Thomas Gold Grand Video, muss ich hiermit sagen. Vielleicht irgendwie sowas wie Kingdom Hearts 1 oder so. Mach doch mal. Da gibt es übrigens immer noch sehr, also. Oder habe ich sehr lange nicht mal reingeguckt? Ja, ja. Es gibt ja so Sachen, weißt du, wir haben zwei Videos, die. Ich überlege gerade, ob es mehr sind. Nee, es sind zwei Videos, die eigentlich konstant kommentiert werden, durchweg. Negativ. Mhm. Das ist das Transformers-Video, wo ich mir aber jedes Mal denke, das ist so lustig. Aha. Und bei dem Kingdom Hearts-Video denke ich mir jedes Mal, ihr habt so recht. Aber natürlich nur in gewisser Kapazität, weil die meisten Leute beleidigen dich ja einfach nur hammerhart und da denke ich mir dann auch. Hast du aber auch das Video gesehen, das muss man dazu sagen. Ja. Das so, Robin. Du dummes Arschloch. Hook ist erst ein paar Jahre alt. Ja, genau. How dare you? Dieses Video ist ein Betriebsrisiko. Okay, wir kommen zu den News. Sind gar nicht so viele diese Woche, aber zum einen fand natürlich die Pokémon Direct statt, die wir auch live mit euch zusammen geschaut haben und direkt danach haben wir ja noch Short Hike gespielt und Superliminal und diesen Stream solltet ihr euch anschauen, wenn ihr diese Spiele noch nicht kennt, weil das ja sehr, sehr schöne Spiele sind, reden wir auch in diesem Podcast nochmal drüber. Mhm. Und bei dieser Pokémon Direct wurden spezifisch zwei Sachen angekündigt. Das eine ist Mystery Dungeon Retterteam DX. Ein Remake des ersten Mystery Dungeons, so wie ich das mitbekommen habe, von dem es jetzt bereits eine Demo gibt. Und das Spiel soll auch schon am 6. März erscheinen, denn es erscheint alles dieses Jahr im März. Mhm. Und da haben sich sehr viele Leute drüber gefreut. Wir waren halt so, ja, ist halt, sieht jetzt nicht so toll aus. Ja. Aber wir sind auch nicht investiert in die Mystery Dungeon Franchise, weil ich habe weder einen Pokémon Mystery Dungeon gespielt noch irgendein anderes. Es gibt ja noch Chocobo Mystery Dungeon oder sowas. Ah, ja, stimmt. Ich habe das nicht zusammengesetzt. Ja, das gleiche Spielprinzip. Okay, stimmt, ja. Ich habe jetzt aber die Demo von dem Ding gespielt und die geht so eine Stunde und danach ist sie nicht hart vorbei, aber du kannst noch im Dorf rumlaufen, aber nicht mehr so richtig in die Dungeons gehen. Mhm. Ich glaube, man kann das Training noch machen, habe ich gar nicht ausprobiert, aber hat mich ein bisschen gewundert. Und so richtig abgeholt hat es mich da auch nicht, weil es wirklich komisches Spielprinzip ist und ich glaube auch eins, was ich nicht in einer Stunde wirklich entfalten kann. Aber mich stößt auch die Präsentation ein bisschen ab. Ich finde, das ist so ein bisschen, dieser Stil ist ja so Bilderbuch, Kinderbuchmäßig, nur halt in dann die dritte Dimension geholt. Und das ist wie die Winnie-Pooh-Welten aus Kingdom Hearts, nur in nicht so gut aussehend. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie das Original auf dem Game Boy Advance aussah. Und ich hätte lieber diese Grafik. Die Pixel-Art ist viel schöner, Also ich finde auch, ich mag die. Das war ja auch bei dem Reveal-Trailer. Also ich so in manchen, wenn ich manche Szenen gesehen habe, dachte ich mir so, ah, oh, sieht voll cool aus. Aber dann wieder bei vielen anderen Szenen dachte ich mir so, das ist irgendwie zu halbherzig umgesetzt und nicht mit genug. Also es ist halt nicht so ein Yoshi's Woody World oder Kirby Epic Yarn. Oh ja, das ist wirklich weit von entfernt. Das ist wirklich diesen Stil bis zum Ende zu Ende benutzt, sondern so eher so, wir haben jetzt halt einen Filter über unser 3D-Spiel gelegt. Und das reicht mir auch nicht so ganz. Ich habe die Demo vielleicht eine Viertelstunde nur gespielt. Und dachte mir so, okay, nee, das ist nichts für mich. Das hat mir gar nichts gegeben. Aber freut mich sehr, dass sehr viele Leute. Ich finde, es stecken halt so ein paar interessante Sachen drin, dass du Attacken kombinieren kannst, um dann beide gleichzeitig auszuführen mit einem Move, weil du gehst ja eigentlich in Echtzeit durch die Dungeons, aber in Kämpfen ist es rundenbasiert. Und hast dann ja immer Kämpfe mit mehreren Pokémon, teilweise gegen mehrere Pokémon. Ich finde, da steckt schon was drin, was ich sehe, aber der Rest holt mich halt gerade gar nicht rein. Es gibt so Konzeptzeichnungen im Hauptmenü, wo du auch das Menü tatsächlich ausblenden kannst und dir die komplette Zeichnung angucken kannst. Die sind super. Wenn das Spiel so aussehen würde, so, wäre ich voll dabei. Ja, stimmt. Die sind so cute, aber sieht's leider nicht. Ja, nee. Ja. Ich weiß auch nicht, was es ist mit Pokémon-Spielen, dass die nie polished sind. Die wirken grafisch nie polished. Meinst du? Ja. Also Pokémon Schwert und Schild, ne, hat ja auch teilweise gehst du durch die Naturzone mit 10 Frames die Sekunde und denkst so,
Und hier. Vor allem ist es schlimmer, ob es Schwert und Schild, wenn du es auf dem Fernseher spielst. Weil dann sind noch regelmäßig, wenn die Kampf-Intros kommen und die Trainer kurz angezeigt werden, ja. In diesem Screen ruckelt das immer. Oder zu 80%. Ach so, ja, die Frame Rate geht und das ist aber nicht, stimmt. Das ist aber nicht, wenn du es auf dem Handset spielst, das verstehe ich nicht. Ja. Zumindest erkenne ich, sehe ich nicht. Und bei dem Mystery Dungeon Spiel sind einfach die Framerate der Animation an und für sich ist gering. Ja. Also es ist nicht mal so, dass das Spiel ruckelt. Irgendwie ich bin mir relativ sicher, dass da keine Einsparungen gemacht werden mussten, so wie der Rest des Spiels aussieht. Ich verstehe es nicht so richtig. Tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen Mystery Dungeon hier runterziehen. Ich weiß, dass sich viele Leute von euch da freuen und ich habe auch schon viel Positives über die Demo gelesen. Mhm. Genau, ich freue mich auch für euch, aber ich glaube nicht, dass das so richtig ein Spiel für mich ist und dir scheint es ja da genauso zu gehen. Dungeon Crawler sind ja sowieso nicht meins generell. Ja, und ich meine, das ist ja random generierte Dungeons. Yep. Für Schild und Schwert wurde ein Erweiterungspass angekündigt, was mal was Neues ist für die Pokémon-Serie, weil bisher gab es immer eine dritte Edition und sie haben das auch spezifisch so angesprochen. Sie haben gesagt, das haben wir bisher so gemacht, jetzt wollen wir es so machen mit dem Season Pass und das sind zwei Erweiterungen, die da kommen werden, einmal im Sommer und einmal im Herbst, nämlich Insel der Rüstung und Schneelande der Krone heißen die beiden, sind zwei einzelne Gebiete, die man dann bereisen kann, die so aufgebaut sein sollen wie die Naturzone, in dem man sich also frei bewegt. Mit eigener Geschichte, mit eigenen neuen Trainern, mit hier diesem Maastricht hieß er, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ach so, Maastricht. Weil er so einen tollen Namen hat. Und einem neuen Legendary-Pokémon namens Dakuma, was so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, so ein Kampfbär ist, den man mitnimmt, der sich da noch entwickelt. Den ich finde, der sieht super aus. Es gibt halt schon Kampfbär, das ist mein Problem. Das stimmt. Das ist ein bisschen so zu. Also das habe ich in letzter Zeit oft bei Pokémon, so dieses, das gibt's halt schon in anders, aber solange die neue Version mir gefällt, ist das, finde ich, nicht so schlimm. Und bei einem der DLCs soll so ein neuer Koop-Modus dabei sein, wo man in so erweiterte Pokémon-Nester reingeht und dann auch Legendaries aus den gesamten vergangenen Editionen bekämpfen soll und mitnehmen soll. Die sollen dann teilweise auch Giga-Dynamaxen und generell gibt es ja da neue Giga-Dynamax-Formen, zum Beispiel für die Starter von Schild und Schwert. Bisasam und Shiggy werden mit dazukommen, weil Glumanda gibt es ja schon in Schwert und Schild. Mhm. Generell über 200 neue Pokémon werden hinzugefügt. Also langsam füllt sich dann auch dieser Pokédex. Ich finde es sehr lustig zu sehen, wie viele Leute sagen, ach guck mal, unser Protest hat gewirkt, wo ich mir denke, nee Leute, so funktioniert das nicht. So funktioniert der DLC nicht, nee. Das steht wahrscheinlich schon eine ganze Weile fest. Ja. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, ich finde Sommer für den ersten recht spät, also zu dem Zeitpunkt werde ich wahrscheinlich halt schon ein halbes Jahr nicht mehr dieses Spiel angestartet haben. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon Final Fantasy VII Remake und Animal Crossing gespielt. Und Doom Eternal. Und Doom Eternal. Also schon vergessen haben und also schon 13 andere Spiele, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, das neue Batman-Spiel, wer weiß. Nee, ich glaube, bis dahin ist noch nicht mal der Logo-Teaser fertig. Ja, wenn das so weitergeht wie die letzten Jahre, dann. Das habe ich würde nicht das, in die News mit reingenommen, weil ich das so albern finde. Das ist wirklich albern. Jeder weiß, dass es das kommt seit zwei Jahren, aber naja. Und bei Pokémon ist es halt so, dass du dir ja wirklich dich dann um deine Pokémon kümmerst und dich für dein Team dann interessierst und so eine Verbindung zu ihnen aufbaust. Wenn ein halbes Jahr dann weg ist, wer ist Kramor? Hä? Das finde ich dann, das könnte dann ein bisschen problematisch sein, aber trotzdem, das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten fand ich diese Ankündigung auch sehr, sehr cool und 30 € finde ich auch ein sehr fairer Preis, für zumindest hört sich erstmal so an für zwei DLCs. Fragwürdig ist halt für mich nur, wo sie dann gesagt haben, dass es halt offene Gebiete im Stil der Naturzone sind, die kompletten Gebiete. Wo für mich sich halt die Frage stellt, okay, heißt das, sie sind einfach wie die Naturzone, Punkt? Weil dann sind diese DLCs für mich so auf einen Schlag uninteressant geworden, weil ich die Naturzone sehr blöd finde. Aber ich hoffe halt darauf, dass sie das Konzept mal ein bisschen umsetzen, also wirklich irgendwas Open-Worldiges daraus machen und nicht einfach nur ein großes Gebiet, wo sie sagen, hier kannst du jetzt Pokémon fangen. Das ist auch meine Hoffnung, weil die Naturzone im Hauptspiel wirkt halt wie etwas Separates vom eigentlichen Rest des Spiels. Und hier wird es halt die Hauptattraktion in dieser Erweiterung. Und ich glaube und hoffe, dass sie dann mehr damit machen, dass dann da ein roter Faden existiert in der Art und Weise, wie du da durchgelotst wirst. Ja. Und dass es vielleicht am Wegesrand mal ein paar interessante Sachen zu entdecken gibt. Weil die Naturzone hat bei mir schon so den grundlegenden Entdeckerdrang geweckt und ne, du wirst ja so erschlagen von den vielen Pokémon, aber ich würde auch sagen, das ist ein sehr unausgereiftes Gameplay-Element im Hauptspiel. Ja. Aber das gilt tatsächlich für vieles im Hauptspiel. Ich glaube, ich werde da aber gut wieder reinkommen.
Also ich hätte da Bock wieder. Ich absolut auch. Darauf. Allerdings ist Sommer 2020 wirklich noch eine Weile hin. Gut, ich habe nur noch eine Sache mir mit aufgeschrieben, weil ich weiß, dass, ich glaube, du großer Fan warst vom Hauptspiel. To the Moon bekommt ein HD-Remake. Cool, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also man erwartet, glaube ich, etwas mehr, als man bekommt beim Wort HD-Remake. Es ist immer noch so Retro-Look-Grafik, aber die Assets wurden halt neu gemacht, sodass es nicht mehr nach RPG-Maker so sehr aussieht. Und es kommt tatsächlich schon am 16. Januar. Also übermorgen, glaube ich. Das ist super. Ich wollte das halt ewig nochmal spielen, weil der zweite Teil ja bereits vor 2-3 Jahren raus. Also es gibt ja das mit dem Bird, wie das heißt das nochmal? Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Das war so ein Mittelteil, der ganz kurz war nur, den habe ich gespielt. Aber den richtigen großen zweiten Teil, den habe ich nicht gespielt. Wollte ich aber immer. Aber vorher wollte ich auch To the Moon nochmal durchspielen, weil es halt ein wunderschönes Story-Adventure ist. Wirklich hat mich damals zum Weinen gebracht, wirklich unglaublich gut erzählt. Oder nicht so lang. Deswegen, das ist eine richtig coole Ankündigung. Kostet 12 Euro, wird entwickelt von XD Network, also von anderen Leuten, die das eigentliche Spiel gemacht haben. Das ist ja quasi eine Person auch gewesen. Freebird Games ist im Zentralen eine feste Person, wenn ich mich recht erinnere. Ich hätte noch eine kleine News. Ich wollte nur noch bei To the Moon sagen, ich habe das nicht gespielt. Aha. Also ich kenne das gar nicht. Ja. Deswegen vielleicht hole ich es dann auf der Switch mal Fall. Es war aber sehr schön, unter dem Trailer die Reaktion der Leute zu sehen, weil du hast ja gerade schon gesagt, hat dich zu Tränen gerührt und es scheint sehr vielen Leuten so zu gehen. Und die Musik ist so fucking großartig. Ja. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr coole News. Okay. Was hast du noch? Die Ankündigung von Microsoft über die Exklusivität ihrer Next-Gen-Spiele. Ich hatte überlegt, ob wir das mit rein. Also das finde ich halt interessant, weil das jetzt endlich mal die Bestätigung ist, auch für andere Spiele, die auf der Konsole kommen. Microsoft hat nämlich in einem Interview gesagt, dass für die nächsten 1 bis 2 Jahre nach Release. Mit MVC war es, glaube ich. Bitte? Mit MVC war es, glaube ich. Ach so, das ist natürlich mit MVC, ja. Matt Booty. Hat Matt Booty gesagt, dass für die ersten 1-2 Jahre nach dem Release der Xbox Series X die Microsoft First-Party-Spiele, die erscheinen, nicht exklusiv sein werden, sondern sowohl auf der, also nicht, dass sie auch auf der PS4 erscheinen, sondern dass sie sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der Xbox One erscheinen, dass also es für diese Spiele immer 2 Versionen geben wird, die ersten 1-2 Jahre der Lebenszeit dieser Konsole, was dann ja auch darauf hindeutet, dass sowas wie Hellblade zum Beispiel auch für Xbox One rauskommt, es sei denn natürlich, es kommt erst 2023 raus oder so, was no idea. Ist möglich, I guess. Aber das finde ich ist eine sehr interessante Herangehensweise. Jason Schreier hat darauf bei Twitter auch schon geantwortet, dass er weiß, dass Sony zum Launch mit exklusiven PS5-Titeln plant. Mhm. Also da würde es exklusive Spiele geben, die es nicht auf PS4 geben wird. Aber Microsoft ist weniger daran interessiert, halt scheinbar, oder das sagten sie ja schon seit Ewigkeiten, aber das ist halt auch so ein Hinweis, dass das dem tatsächlich so ist, dass sie weniger daran interessiert sind, jetzt unmittelbar eine bestimmte Konsole zu verkaufen und mehr dich einfach in diese Infrastruktur reinzubringen. Und vielleicht ist da deren Gedanke, okay, du siehst halt diese großartige Grafik in Trailern und Videos für diese Next-Gen-Titel, hast dann aber nur eine Xbox One und wenn du früher dann gar nichts gekauft hättest, weil du stattdessen die PS5 hattest oder so, kaufst du jetzt vielleicht dann die Spiele oder Game Pass für Xbox One, um die zumindest dort spielen zu können. Weil ich glaube, also ich glaube, das ist gar nicht so unclever, denn wahrscheinlich rechnen sie damit, dass halt diese große, also dass sich diese ganzen Studiokäufe, die sie da generiert haben die letzten Jahre, die werden sich ja wahrscheinlich auch frühestens 2022, eher 2023 so richtig auszahlen, wenn die mal, weil die müssen ja erstmal wachsen, diese Studios, neue Leute einstellen, dann Spiele entwickeln von Grund auf. Das dauert halt 2, 3, 4 Jahre. Und ich glaube, wenn das dann der Fall ist, dann wird es ja scheinbar auch Xbox One exklusiv sein. Aber jetzt geben sie so einen Übergang, dass auch Xbox One-User weiter alles spielen können. Ja, ich finde das auch smart an und für sich. Und ich kann es mir auch gut vorstellen mit der Xbox One X. Ich fände es dann interessant, wenn dann wirklich diese grafisch aufwendigen Spiele auf der normalen Xbox One laufen. Ja. Weil ich glaube, da ist halt immer die Frage, wie genau funktioniert das? Und ist dieser Fakt, ja, es läuft auf der Xbox One, ist das unbedingt etwas, was man feiern muss, wenn es dann irgendwie ruckelt wie blöd oder so? Das halt denke ich Gedanke. Mir auch. Also mein Gedanke da, also ich bin auch erstmal so, dachte ich mir so, weiß ich nicht, wie gut ich das finde, aber dann fällt mir so halt sowas wie Doom
oder Witcher auf der Switch ein. Also offensichtlich, also diese Ports runter funktionieren erstmal, Punkt. Und wenn man einen Doom und Doom Eternal wird ja auch auf der Switch erscheinen. Mhm. Das ist sogar PS4 und Xbox One Only. Wenn sogar das dann, Witcher ja auch, weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Also wenn so PS4 und Xbox One Spiele auf eine Switch porten kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch die ersten ein, zwei Jahre der Xbox Series X auf die Xbox porten. Und der Unterschied wird halt dann, ich würde sagen, hoffentlich recht groß sein, einfach weil das für mich heißen würde, dass auch die Xbox Series X wirklich reingebuttert wird. Und ich hoffe halt, dass das die Herangehensweise ist, dass sie für die X entwickeln, also für die Xbox Series X, hier bekomme ich schon die ersten Stolpersteine in den Weg gelegt wegen dieses Namens, dass das für die Series X entwickelt wird und sie dann das halt runterporten für die Xbox One. Und ja, besonders interessant, also ich hoffe, Digital Foundry macht viele Videos über die Base Xbox One Version dieser Spiele, weil das wird faszinierend. Das ist fast immer das Interessanteste. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, sie wollen halt wirklich, dass du ein Xbox-Kunde wirst, unabhängig von der Plattform. Genau. Und das ist ja das Messaging, was sie sowieso schon seit einer Weile betreiben. Oder sogar ein Microsoft-Kunde, weil ja auch PC dazu zählt. Ja, aber selbst das heißt ja Xbox. Stimmt, du meinst, ja. Selbst auf dem PC steht da ja Xbox Game Pass. Stimmt. Ja. Okay, dann soll es das gewesen sein für die News. Mit den News. Für diese Woche. So rum. Das war's für die News. Keine News mehr. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de/hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/hook für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Life is Strange 2, wofür wir jetzt wirklich lange gebraucht haben, bis wir mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich habe immer noch nur die erste Episode gespielt, du bist aber durch. Ich habe es endlich durchgespielt. Es erschien inklusive Captain Spirit? Inklusive Captain Spirit habe ich vorher noch gespielt, ja. Im Dezember erschien ja endlich die 5. Episode. Es gab sehr, sehr große. Ich glaube, die erste Episode erschien noch Mitte 2018 oder Ende 2018. Auf jeden Fall irgendwann 2018 kann tatsächlich sein. Also es hat da sehr, sehr lange gedauert. Was aber, also sie haben, es scheint mir so, als ob sie diese langen Wartezeiten unmittelbar mit eingeplant haben, weil die Struktur dieses Spiels echt ziemlich anders ist als andere Episodentitel, die ich bisher gespielt habe, weil die wirklich teils große Zeiträume zwischen den Episoden auch einbauen. Also sie nutzen quasi die Chance, dass du so lange Zeit zwischen Episoden hast, um auch in den Episoden einen langen Zeitraum zu generieren. So, dass es vielleicht, also es ist schon scheiße, wenn du dich an das vorherige nicht erinnern kannst. Auch an der Episode, also ich habe mir das halt einfach auf einen Schlag dann geholt und gespielt. Square Enix hat uns einen Code geschickt. Es gibt immer noch einen nicht überspringbaren Rückblick, der immer am Anfang jeder Episode startet, wo der eine der Charaktere in so einem Storybook-Format erzählt, was passiert ist. Und wenn du es halt hintereinander wegspielst, denkst du so, ja, weil die sind immer gleich am Anfang. Ja? Also der Rückblick zur ersten Episode ist in der zweiten und dritten genau gleich. Denkst du so, ja, ich habe es gerade gespielt, I get it. Was halt so ein Relikt ist, der alten Release. Wie sagt man, des alten Release? Zeitplans, vielen Dank. das ist jetzt ein bisschen störend. Das Spiel ist sehr anders als Life is Strange, atmosphärisch, auch spielerisch ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Also nicht im Kern, es steuert sich genauso, dass die gleichen hier Entscheidungen. Aber ich hatte das Gefühl, du hast wirklich weniger zu spielen tatsächlich. Also dass es noch wirklich eine ganze Ecke linearer ist als Life is Strange 1 und dass du weniger Entscheidungsmengen, Möglichkeiten hast. Vielleicht habe ich das, aber das ist so, das kann auch ein total subjektives Gefühl sein. Mhm. Und das stört mich jetzt auch nicht direkt. Ich war jetzt nie jemand, der bei diesen Spielen groß irgendwie beschrien hat, dass irgendwie ist die Choices nur Illusionen sind oder dass es zu wenig jetzt davon gibt, sondern ich glaube, wenn die Leute auch eine recht lineare Geschichte mit ein paar Zweigen erzählen wollen, dann ist es auch okay. Mhm. Oftmals bin ich der Meinung, dass sogar eine Geschichte darunter leidet, zu viele Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Deswegen, das finde ich völlig okay. Es hat mich aber nicht so abgeholt wie Life is Strange 1, was
Ich glaube, dieses Spiel ist für mich ein bisschen zu sehr zwischen Subtext und Text gefangen. Das Spiel erzählt halt die Geschichte von zwei Brüdern, die am Anfang eine Tragödie erfahren und dann auf der Flucht sind vor der amerikanischen Polizei, die sie verfolgt, deswegen, was sie da getan oder nicht getan haben. Und auf dem Weg, machen sich auf den Weg nach Mexiko. Von dort stammt ihr Vater. Und wollen dort in den Heimatort ihres Vaters, um dort dann dort zu leben und nicht ganze Zeit Angst zu haben, festgenommen werden zu müssen. Und diese Reise spielst du halt quasi. Und die dauert viele Monate und sie erleben da viele Dinge, viele schlimme Dinge auch viele gute Dinge. Und du kommst dann deinem kleinen Bruder näher. Es ist da sehr ähnlich in seiner Prämisse zu A Plague Tale tatsächlich. Du bist das große Geschwister, das ist ein Geschwisterpaar, du spielst die große Schwester bzw. den großen Bruder, hältst deinen kleinen Bruder oftmals an der Hand und führst den da durch und deine Entscheidungen haben dann Einfluss auf ihn ein bisschen, nur dass halt A Plague Tale deutlich mehr Fokus auf Gameplay-Mechaniken hat. Und das finde ich halt super cool. Also ich finde die Prämisse wirklich richtig, richtig toll. Genauso toll, wie ich alles finde, was sie vorhaben in dem Spiel. Also die Spiel hat wirklich sein Herz am rechten Fleck, wie sie Rassismus in den Vereinigten Staaten, Polizeigewalt, institutioneller Rassismus, all so, da werden sehr, sehr viele Dinge angesprochen in diesem Spiel. Auch gleich ab Episode 1. Gleich ab Episode 1, total, also mit dem Holzhammer auch wirklich nicht subtil, aber das finde ich echt ganz gut. Mein Problem ist ein bisschen, dass das alles angesprochen wird, aber nie so wirklich groß thematisiert in dem Sinne, dass ich da irgendwas draus ziehe. Also ich weiß halt schon, dass es das gibt und das Spiel sagt mir nochmal, das gibt's übrigens. Dann denke ich mir so, ja, und was ist, also was, gib mir ein bisschen mehr, was ist deiner Meinung nach der Grund dafür? Was kann man dagegen tun? Wie agieren die Spieler, die Leute in dieser Spielwelt damit? Aber es wird immer nur angesprochen und das zieht sich ja durch die Episoden, dass immer neue Dinge angesprochen werden, die dann sagt, das ist aber krass, das ist aber doof. Und ich sag so, ja, das ist wirklich doof und cool, dass du da so stark Stellung beziehst, Spiel, dass du sagst, das ist doof. Aber dann kommt nicht der nächste Schritt, sondern dann kommt die nächste Episode, wo sie dann wieder ganz woanders sind und das nächste Problem haben. Dann geht diese Beziehung zwischen den Brüdern für mich auch nicht weit genug. Das hat A Plague Tale für mich deutlich besser, nicht deutlich besser, aber ein bisschen besser gemacht. Was Life is Strange nämlich am Ende so ein bisschen macht, und nicht am Ende, aber so mit zunehmender Spielzeit schon, ist, dass es für mich ein bisschen zu plotfokussiert wird. Also den passieren immer größere Dinge und müssen dann in dem Plot damit umgehen und dann vergessen sie für mich so ein bisschen die Charaktergeschichten dahinter. Und das fände ich ein bisschen schade. Vor allem die vierte Episode. Ich werde da jetzt nicht mehr zu sagen, aber die ganze Prämisse dieser vierten Episode könnte auch irgendwie so ein High-Concept irgendwie TV-Film sein, wo du jeden Charakter reinstecken kannst und was sehr klischeebehaftet auch ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Hätte ich auch gar nicht erwartet jetzt nach der ersten Episode, weil da gibt es ja so anders. Sachen wie, dass sie am Lagerfeuer sitzen und das ist ja dann die erste hat so eigentlich, ziemlich nur Charakter. Die erste hat eigentlich nur die Prämisse, die es erzählt und dann erzählt es gar keine Geschichte dahinter mehr, sondern da ist es einfach Geschichte. Es sind halt Situationen, in die beiden dann kommen und genau, es ist nicht, müssen. Es ist gar nicht plotfokussiert, dass du hier einen Plot und einen Twist erzählt bekommst, sondern es ist wirklich einfach nur, wie du sagst, will diese Charaktere dir näher bringen. Genau. Und das macht, also ich will auch nicht sagen, dass es das nicht mehr macht irgendwann, aber manche der Episoden. Fokus ändert sich? Der Fokus ändert sich, für gefühlt zumindest auf jeden Fall sehr. Und das, dann bin ich am Ende, ich habe es dann halt durchgespielt und fand das halt wirklich cool, aber es hat mich emotional nicht mitgenommen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich wie bei Life is Strange wirklich investiert war und mich um die Charaktere gesorgt habe oder schockiert war, sondern es hat einmal eigentlich so ziemlich das gemacht, was ich auch denke, was es machen wird. Und das meistens gut, manchmal ein bisschen zu viel. Von hier, passiert das? So, ja, okay. Aber das war selten, meistens gut zumindest, aber halt selten wirklich überragend. Das war so ein bisschen eine kleine Enttäuschung für mich, aber auch nur, weil ich mir wirklich viele, also weil ich halt hoffte, dass es Life is Strange 1 dass es besser ist als Life is Strange 1, weil es quasi all die Stärken von Life is Strange 1 mitnimmt, aber dann diese sehr politischen Themen noch
reinbuxiert. Leider gibt es halt die politischen Themen, aber die Charaktere aus dem ersten Life is Strange können für mich nicht so auftrumpfen. Okay. Im zweiten so auftrumpfen wie im ersten. Ich würde es aber trotzdem empfehlen. Es ist trotzdem, also es gibt nicht mehr so viele Spiele dieser Art. Also es wird ja demnächst neue Telltale Adventures zum Glück geben. Sogar jetzt, also eigentlich ist Telltale kaputt gegangen und jetzt gibt es zwei Telltales, nämlich einmal bei Skybound und halt das neue Telltale, das auch ja dieses andere Studio nutzt, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Und dann gibt es aber jetzt auch noch im Dontnod. Und ich finde, das ist total wertvoll, was sie da, diese Art Spiel, die sie machen, so story-fokussiert. Und ich finde total wertvoll, dass sie diese Themen ansprechen. Ich glaube, wenn das läuft, wenn ich das mit 15 gespielt hätte oder so, hätte mir das super viel gegeben, wenn du einfach nicht so in der Materie drin bist, sondern was? Hä? Oh, krass, so werden die Leute behandelt. Das finde ich dann wieder sehr, sehr cool. Und ich würde euch empfehlen, es zu spielen, falls ihr den ersten Teil mochtet. Aber macht euch darauf gefasst, dass es wirklich was ziemlich anderes ist. Das ist auch so ein bisschen das, was ich bei Life is Strange 1 bei bestimmten Stellen auch gehört habe, dass so die Zielgruppe auch Teenager zu sein scheinen. Würde ich auch sagen, ja. Ich würde auch sagen, dass jetzt Life is Strange 1 recht so direkt meistens ist und auch relativ bekannt in dem, was es macht, dass du da am ehesten was draus ziehst, wenn du, glaube ich, da jetzt noch nicht 20 Jahre Medienerfahrung hinter dir hast. Wie war eigentlich Captain Spirit? Hast du das Gefühl gehabt, das hat dem was gegeben? Ja, würde ich schon vorher spielen, ja. Das ist dann für die zweite Episode vor allen Dingen relevant. Jetzt nicht ult, also das Spiel zerfällt nicht plötzlich, wenn du es nicht gemacht hast. Aber es gewinnt etwas. Und es ist halt super kurz. Also Captain Spirit ist spielerisch interessant, weil das halt wirklich ziemlich frei ist. Also du hast da du hast am Anfang was Lineares, wo du ganz typisch für dieses Spiel halt Sachen machst und dann hast du so eine große Checkliste mit Sachen, die du erledigen sollst. Und du kannst sie erledigen oder auch nicht. Und du kannst dieses Spiel dann sehr schnell beenden, ohne die Sachen erledigt zu haben. Aber wenn du sie erledigst, hast du halt mehr Story und das hat auch Einfluss auf das Ende. Also du hast nicht unterschiedliche Enden, aber die Leute reden halt ein bisschen übereinander. Und dann hat das auch Einfluss auf Life is Strange 2 halt. Also ich würde schon empfehlen, ist sehr interessant. Okay, dann soll es das doch gewesen sein zu Life is Strange 2. Eine eingeschränkte Empfehlung, aber eine Empfehlung. Ja. Für dieses Spiel von Dontnod gibt es ja auf diversen Plattformen, ne? Xbox, PS4, PC? Genau, und auf der Xbox ist es im Game Pass enthalten. Genau. Okay, ich habe immer noch nicht Iceborne gespielt, aber ich habe Monster Hunter gespielt in den letzten Tagen. Und jetzt ist ja Iceborne draußen. Und das haben wir auch bekommen. Auf PC ist es jetzt. Von Capcom, genau, auf PC hätte ich dazu sagen sollen. Und ich spiele es ja auf dem PC. Und mein Vorhaben war ja auch, Monster Hunter World dann auf dem PC nochmal richtig zu spielen, weil es auch wirklich nochmal, finde ich, gewinnt durch die stabile Performance und einfach, weil es auch ein bisschen besser aussieht. Und hab das jetzt gespielt und festgestellt, wie schnell man da durchkommt, weil sie Systeme eingebaut haben, um das zu beschleunigen. Zum Beispiel so eine Defender-Armor, die man sich einfach kaufen kann. Und dann hast du eine sehr starke Rüstung. Also im Rüstung. Spiel. Genau, im Spiel. Nicht als DLC. Nicht als, also genau, nicht mit Echtgeld, sondern im Spiel für die Ingame-Währung. Ist auch nicht teuer. Die ist neu. Und also ich kannte sie vorher nicht. Also die hat halt super gute Werte am Anfang und kannst auch eine Waffe holen mit super guten Werten, sodass du quasi für die Hauptstory zumindest soweit ich bisher gespielt habe, gar nicht mehr craften musst und sowas, sondern wirklich das nur nachholst. Und ich kann nur durch die Assigned Hauptquest gehen und mach da eins nach dem anderen, habe nie Probleme bei den Monstern und es macht trotzdem Spaß, weil halt die grundlegenden Spielmechaniken Spaß machen und ich mich an meinen Charge Blade gewöhne, was ich halt vorher nicht gespielt habe und auch trotzdem schon Nutzen ziehen kann aus der neuen Spielmechanik im Spiel, diesem Enterhaken, den sie eingeben, den du bekommst, die Clutch Claw, mit der du dich an Monster jederzeit heranziehen kannst. Und dann klemmst du halt an denen dran und kannst eine von drei Aktionen durchführen, nämlich entweder angreifen, sie die Richtung des Monsters ändern oder so deine komplette Munition in diese Pellets und sowas in sie leeren, wodurch sie dann teilweise gegen die Wand knallen. Und wenn sie dann gegen die Wand knallen, werden sie gestunt. Solche Sachen gibt es da. Aber wenn du wenn du dich an sie ranziehst, während sie nicht schon so ein bisschen benebelt sind, nachdem du einen heftigen Treffer gelandet hast, dann schütteln sie dich halt auch wieder ab. Ja. Aber es ist nochmal eine Zusatzdynamik, die dazu kommt und wirklich sich auch natürlich anfühlt und auch cool anfühlt, weil ich finde diese Mechanik, dass du halt auf Monster rauf kannst, wirklich super toll. Aber je nachdem, was für einen Charakter du spielst, passiert das nicht so oft. Und je nachdem, wo du bist, passiert das nicht so oft. Weil das passiert bei mir sekündlich, so wie ich diesen Charakter spiele. Naja, aber es kommt doch
auch drauf an, auf was für Terrain du kämpfst. Wenn du so eine Slope hast, so eine Neigung, dann ist es ja sehr easy, in so einen Run und einen Jump zu kommen, mit dem du dann auf die Monster raufkommst. Ja, man muss eine kleine Ledge zumindest haben. Oder eine Ledge, genau, also eine kleine Klippe. Und wenn du das nicht hast, wird es halt schwierig. Und mit der Claw kommst du halt jederzeit darauf. Es ist halt was anderes. Also es ist nicht das gleiche Mountain, was du dann in der Mechanik hast. Aber ich mag das total, das ist ja auch an Dragon's Dogma so cool, wenn du wirklich auf diese großen Viecher raufkletterst und die von da aus bekämpfst. Und das wird dann hier nochmal mit eingebaut. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz cool, die Art und Weise, dass man dann hier relativ fix durchkommt. Ich bin jetzt schon bei, wie heißt der, Legaia oder so? Dieses große blaue Drachenwesen. Und das nach nicht mal 8 Stunden Spielzeit oder sowas. Also man kommt aber das echt. Ich würde sagen, das ist schon mehr, als ich jetzt gedacht hätte. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass man irgendwie ein paar Stunden dann in der Nee, du brauchst schon noch eine Weile. Okay. Du brauchst schon noch eine Weile. Weil es sind ja schon, es ist ja viel Content drin in dem Hauptspiel Monster Hunter World. Und man muss halt jetzt nicht mehr die optionalen Sachen machen oder so oder sich um Items kümmern. Und das ist halt angenehm. Und ich freue mich dann auch schon, Iceborne zu spielen, weil ja alles, was ich darüber gehört habe, sehr positiv ist. Aber ich freue mich auch gerade noch mal, durch die Hauptgegner durchzugehen, weil ich auch noch mal merke, wie geil die einfach designt sind und wie viel Spaß es macht, gegen diese Viecher zu kämpfen und auch mal dieses Machtgefühl zu haben, dass ich so gar nicht mir Sorgen machen muss oder fast gar nicht Sorgen machen muss um mein Leben oder um meinen Damage, den ich austeile, sondern da einfach reinbuttern kann. Da erzähle ich ja niemandem was Neues, wenn ich sage, das ist ein richtig gutes Spiel. Ja, ich weiß auch, ich war auch am Wochenende jetzt sehr kurz davor, das anzuwerfen auf der Xbox, wo ich Iceborne habe, weil ich möchte halt mein Safe-Game nicht neu starten, weil ich auch sehr viel Zeit in das Crafting verschwendet habe, um wirklich sehr, sehr viele dieser Rüstungen noch mal zu bauen. Ich habe ja auch teilweise Sachen, die ich dann einfach nicht mehr habe, weil sie saisonal waren, aber ach so, ich finde, für mich persönlich ist es das jetzt einfach wert. Aber dann, also ich bin jetzt so im 6. oder 7. Kapitel von Judgment und mein Ziel ist jetzt, das erstmal zu starten, zu spielen, zu beenden, bevor ich das nächste große starte. Bin auch gerade dabei, so ein paar Serien mir mal so die ersten Episoden jeweils anzugucken, um dann zu entscheiden, was ich jetzt als nächstes gucke. Kurzer Status. Ich entscheide gerade zwischen Expanse und The Boys und Leftovers. Ich tendiere zu Expanse, mehr dazu später. Ich möchte nicht zu sehr von Monster Hunter ablenken. Guten Tag. Haben dich die Kommentare etwa nicht dazu gebracht, The Witcher endlich mal weiter zu gucken, Robin? Das wird noch richtig gut. Ich bin mir sicher. Ich möchte noch mal kurz zitieren, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich kann voll verstehen, dass Leute das mögen und wünsche jedem viel Spaß damit. Wieso seid ihr denn alle so am Austicken, Freunde? Ja, ich habe mich mit Robin darüber unterhalten und habe zu Robin gesagt, was ist denn das? Warum können Leute nicht mehr eine andere Meinung einfach akzeptieren? Es gibt ja viele Leute, die es auch akzeptieren, oder zumindest muss man sagen. Viele Leute können das nicht, weil ich musste wirklich Kommentare löschen letzte Woche, die halb ausgerastet sind, dass du The Witcher nicht mochtest, wo ich mir dann so denke, also ich habe ja die erste Episode geguckt und war noch so, ja, ist okay, aber selbst da denke ich mir so, das ist eine Serie, über die man sich nicht aufregen sollte. Nee, so viele nicht. Emotionen kann das doch gar nicht wecken. Und falls ihr einfach gesagt habt, da bin ich anderer Meinung, damit seid ihr nicht gemeint. Nee, genau, das ist überhaupt nicht gemeint, das ist total okay. Ja. Aber es ist ein sehr großer Unterschied, die Meinung und Argumente von jemandem aufzugreifen und dann eventuell zu kontern. Oder einfach nur zu sagen, naja, Robin mag ja auch das nicht, kann man ja eh nicht drauf verlassen. Ich weiß. So ein Schwachsinn. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht was damit zu tun hat, was man halt selbst so guckt, einfach wie da der Medienkonsum ist, weil ich hab's halt wirklich, ich habe in dem gleichen Podcast hier über Undone und Chernobyl auch geredet, was halt zwei der besten Serien sind, die ich seit langer Zeit gesehen hatte. Und wenn du das dann halt mit The Witcher vergleichst, dann ist es halt so, okay, da kann The Witcher nicht so wirklich mithalten und das habe ich dann halt kommuniziert. Wenn du vielleicht einfach nicht an anderen Kram guckst und anderer Kram dich unterhält und jetzt bei Chernobyl sagst, das ist der langweiligste Scheiß, den ich hier gesehen habe, dann begeistert dich halt vielleicht eher Witcher. Das muss man ja auch im Kopf behalten, dass dann einfach vielleicht der Medienkonsum, den man selbst konsumiert, da die eigene Meinung auch einfach ein bisschen bildet. Ja. Sorry dafür, das war ein ganz krasser Sidestep. Ich freue mich auf Monster Hunter Iceborne. Ich war da einfach ein bisschen enttäuscht von Teilen der Community, als ich diese Kommentarsektion gelesen habe. Weil bei so politisch aufgeladenen Themen, da denke ich mir immer, da kochen dann die Emotionen ich war hoch. Ich überrascht. Da geht's dann so ein bisschen hin und her. Und es war auch scheiße, das zu lesen. Aber bei
freaking The Witcher? Ich dachte auch, also mein Gedanke war da auch so, ja, das mögen schon Leute, also das ist ja auch mega, also jeder guckt das ja, das ist ja unglaublich und dann erfolgreich. Diese Nummer, es basiert übrigens auf den Büchern, ja, wissen wir. Ja, ja, das war auch nie kein Punkt, dass ich gesagt habe, das ist scheiße, weil es auf den Spielen basiert und die Spiele besser sind. Jetzt also, reden wir ein bisschen über unsere Community. Nein, ich persönlich war da jetzt nicht so wirklich tangiert von, was ich halt... Ich war halt so erschrocken. Ja, wo ich halt überrascht von war, dass Witcher diese, wie du auch sagst, diese Leidenschaft auslöst. Weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass jetzt Leute völlig ausrasten wegen Witcher und sagen, das ist die Serie, endlich, die ist so fucking geil. Ich meine, sondern ich habe eher den Eindruck, dass Leute sagen so, ja, ist cool für das, was es ist. Ich freue mich, dass es gibt und ich hatte sehr viel Spaß damit. So, und das finde ich halt voll, ja, I get it. So, mir nicht, aber I get it. Ich finde es ja eigentlich schön, wenn sowas Leidenschaft weckt, wenn man da so dabei ist und sich so drüber freut und das ist was Gutes und was gefällt einem. Ja. Und natürlich mag man dann nicht, wenn das jemand anderem nicht gefällt. Ja. Aber es ist halt so, ja, also es wurde nicht eure Meinung angegriffen. Es war auch keine richtige Review, weil wir hier im Podcast keine Reviews machen. Ja. Ruft euch einfach nochmal im Kopf, dass Witcher 3 nicht in meinen Top 10 des Jahres war. Das ist etwas, was ich machen kann. Da kann man viel besser wütend drüber werden. Du hast Witcher 3 in deinem GOTY-Video erwähnt, aber nur um dich drüber zu beschweren. Nee, ich habe dazu erwähnt, weil ich wusste, dass das der einzige Kommentar sein wird, den es in dieser ganzen Kommentarsektion geben wird, dass es nicht da ist und ich das begründen wollte, warum es nicht da ist. Da war tatsächlich kein Trollgedanke dahinter, sondern der Gedanke, fuck, das wird mich sowas von dieser ganzen Liste zerstören. Das muss ich begründen. Inzwischen sind das Leute, glaube ich, gewohnt. Ich habe so in den letzten Jahren bei meinen GOTY-Videos immer am Anfang, wenn ich noch so den Einleitungstalk mache, immer die Spiele reingeschnitten, die ich nicht drin habe. Also so mein, wenn ihr zum Beispiel euch das Video von 2018 anguckt, da sind halt am Anfang Szenen von God of War und Red Dead Redemption 2 drin, aber die Spiele kommen halt gar nicht vor. Ah, okay, das hat sich auch gar nicht zusammengesetzt. Das ist ja cool. I like it. So, wir kommen mal zum nächsten Spiel. Das ist ein Troll-Move. Das ist wirklich ein bisschen Troll. Wir kommen mal zum nächsten Spiel, nämlich Total War Three Kingdoms, haben wir letzte Woche ganz kurz mal drüber geredet. Du hast jetzt auch den Anfang von diesem Spiel gespielt, so ein paar Stündchen, ne? Ja, so 2-3 Stunden würde ich schätzen. Also schon ein bisschen in die Mechaniken rein. Ich habe so meinen Charakter oder meinen Charakter so weit aufgelevelt, dass ich schon jetzt auch Zugriff auf fortgeschrittene Sachen habe, dass ich meinen Hof ein bisschen besetzen konnte. Ja, dann sind wir wahrscheinlich ähnlich weit. Ja, genau. Und wollte auch nochmal reden, weil ich hatte auch schon vor, das zu spielen und dann, dass du nochmal drüber geredet hast, hat mir so den letzten Schubs gegeben, Push, dass ich es endlich mal mache. Und ich finde es wirklich richtig, richtig, richtig cool. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie viele Stunden ich da reinstecken werde, weil ich bei diesen Spielen oft so den Gedanken habe, okay, jetzt wiederhole ich halt das, was ich mache, in immer komplexerer Form. Aber als jemand, der dann doch sehr story-fokussiert ist bei vielen seiner Spielen, ist es für mich immer so ein bisschen so ein Push, diese Spiele dann weiterzuspielen. Ich würde halt gerne mal so richtig einsteigen und eigentlich entstehen ja die Geschichten so aus dem Spiel heraus. Ja. Mein Problem bei Total War Three Kingdoms, das habe ich letzte Woche nicht drüber geredet, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich die Namen nicht auseinanderhalten kann. Das ist was ganz, ganz Dummes, weil eigentlich ist das ja natürlich der westliche Typ kann die chinesischen Namen nicht auseinanderhalten. Ja. Aber es fällt mir wirklich schwer und ich merke, dass es dann halt immer so ist, wenn so dasteht, so und so hat mit so und so Frieden geschlossen. Ich dann erstmal überlege, okay, ich gehe mal auf die Map und gucke erstmal, wo genau die waren. Ja, das mache ich auch jedes Mal. Da muss ich sehr reinkommen. Also, aber so die vier Hauptakteure in meiner Die habe ich jetzt schon drauf. Die gibt es ja meistens. Ich habe immer noch sehr das Gefühl, dass ich mich so durchbullshitte. Also ich verstehe schon, was ich mache. Aber es ist halt so ein Learning by. Es ist wie so ein Boardgame, was du das erste Mal spielst. Ich verstehe die Anleitung, was sie mir sagt, aber wie das jetzt wirklich in der Umsetzung dann, was für Auswirkungen das hat und was sind mit diesen Edge-Cases, ist das dann auch so? Ich baue jetzt einfach mal das, mal gucken, was passiert und ich sag jetzt dem mal, dass ich mit der heirate, gucken wir mal, was passiert. Was du gesagt hast, stimmt aber völlig, also unglaublich gute Einführungsmechaniken, dass du jederzeit auf diesen Ausrufezeichen-Knopf drücken kannst und dir jederzeit sämtliche HUD-Elemente erklären lassen kannst, ist hervorragend. Ich kann über so ziemlich jedes einzelne Icon und jeden Text mit der Maus drüber fahren und ich bekomme mehr Informationen dazu. Mhm. Das finde ich richtig, richtig, richtig toll. Ich hätte mir vielleicht noch mehr, also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht wirklich
genutzt, aber als Option hätte ich noch mehr lineares Tutorial mir vielleicht gewünscht, dass wir wirklich, wenn du das erstmal einen Kampf startest, dann hast du, wenn du sagst, ich bin YouTube Total War, dann hast du wirklich hier, so steuerst du und das machst du jetzt und dann folgst du wirklich diesen Tutorial-Anweisungen, ich meine, in der Steuerung. Es gibt die Steuerungstutorial, aber es gibt nicht eins, was dich komplett durchsieht. Aber es gibt ja im ersten Kampf die Möglichkeit zu sagen, ich bin neu und hier sind. Ja, genau, das meine ich. Also da gibt es halt dann so ein kurzes Steuerungstutorial. Achso, das klang gerade so, als ob du dir das wünschst. Nee, das gibt es, aber das hätte ich mir in ausführlicherer Form halt gewünscht, okay, dass die das wirklich nochmal, okay, und jetzt machen wir mal ein paar jetzt machst du mal die Formation. Eine quasi geleitete Kampagne so ein bisschen? Für die ersten 2-3 Stunden vielleicht, dass sie sagen, jetzt mach mal die Formation in dem Kampf und renn mal da rein, guck mal, jetzt ist das passiert, das ist deswegen passiert. Nimm mal hier die Speerleute und renn mal in diese Männer jetzt rein, guck mal, das hat jetzt nicht so gut geklappt deswegen, aber hier hast du die Einheiten und das kann man dann auch auf die Strategiekarte machen, dass halt so, jetzt bau mal dieses Gebäude, da geht jetzt das hoch und das machen sie halt nicht so richtig. Da musst du dann schon einfach ausprobieren und gucken, was passiert. Das stimmt. Was ich aber auch cool finde, wenn du halt ins Pausenmenü gehst, kriegst du so ein Cheat-Sheet für die Steuerung, was super ist. Und diese Total War Academy Videos sind verlinkt, wo du dir halt dann in Steam die YouTube-Videos anschauen kannst, wo sie auch nochmal Basics erklären. Ja. Da bin ich auch teilweise durchgegangen und war da sehr angetan. Also dass so Spielerführung und Transparenz scheinbar recht weit oben standen in der Prioritätenliste bei der Entwicklung, finde ich ganz schön. Ich fühle mich teilweise trotzdem noch ein bisschen verloren, weil es halt einfach viele Systeme sind und wenn ich dann so in den Diplomatiebau gehe und so und mir denke, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich hier gerade vorgehen soll. Die Diplomatie mag ich aber sehr. Ich mache erstmal weiter Krieg. Ja, also das war ja immer so ein Total War, was, also ich habe ja das letzte Mal so ein richtig gespielt, war ja wirklich Rome 1. Danach habe ich immer mal wieder gedabbelt, aber nie so wirklich reingegangen. Aber was man ja auch was ich halt weiß, einfach weil ich darüber Berichte lese und Videos angucke, ist, dass Diplomatie immer so ein bisschen war da drin, aber jetzt nie wirklich die große Stärke von Total War. Und das haben sie jetzt hier für dieses Spiel halt wirklich sehr ausgebaut. Und da verbringe ich auch wirklich viel Zeit drin, weil ich habe auch den offensichtlichsten Startcharakter genommen. Ciao Ciao heißt der. Das halt ist auch der einfachste, steht auch dabei. Wird extra gesagt. Genau, und der hat halt also Diplomatiefertigkeiten, dass der andere Leute in Proxy Wars geben kann, also dass du quasi deinen Ruf, Ruf ist so eine Währung oder Einfluss ist eine Währung, die du sammelst über Zeit und du kannst diesen Einfluss dann nutzen, um Leuten zu sagen, hier übrigens, also du manipulierst den in der Spielwelt, sodass der Krieg mit irgendeiner anderen Fraktion auslöst oder du kannst halt sagen, hier der hat irgendwas Schlechtes über dich gesagt, sodass deren Meinung übereinander schlechter wird und die so in Krieg vielleicht geraten oder einfach nicht mehr verhandeln wollen und so. Und das mag ich halt sehr, dass du auf diese Art und Weise deine Umgebung, deine Umgebung so ein bisschen beeinflusst. Aber trotzdem, Total War ist halt ein Spiel, was sich um den Kampf auch dreht. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach alle Kampfeinheiten ignorieren sollst und nur über Diplomatie, sondern sie sagen auch schon, da sind sie auch sehr offen mit und sagen, die schnellste, beste, einfachste und offensichtlichste und die wir empfehlen, Möglichkeit, diese und diese und diese Währung zu generieren, ist, neue Siedlungen einnehmen, Leute umbringen, dann kriegst du das und das. Und das hat mir echt viel Freude bereitet. Ich habe erst nach dieser längeren Session gesehen oder gelesen, dass es auch verschiedene Grafikoptionen gibt, weil das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Es gibt halt, wie du sagst, im Spiel den Romance und den normalen Modus, wo du halt diese Heldeneinheiten hast oder halt nicht. Aber das gibt es auch in den Grafikeinstellungen, die habe ich selbst gar nicht gesehen. Du kannst eine Romance-Grafikeinstellung haben und die Total War-Grafikeinstellung. Und standardmäßig ist dann, weil ich den Romance-Spielmodus, habe ich im Spiel mir auch nicht gesehen. Habe ich halt den Romance-Grafik genommen, die halt bunter ist. Diese Einheiten sind strahlen heller und das ist mir auch aufgefallen sofort, dass das irgendwie alles sehr, sehr cartoony ist und mir ein bisschen zu cartoony war. Ich habe dann gelesen in Tests halt, dass es dann diese andere Grafikoption noch gibt, die so aussehen lässt wie alte Total War Spiele. Und ich kann mich jetzt nur darauf berufen, was ich da gelesen habe. Ich habe es selbst auch noch nicht gesehen, aber das würde ich dann auch mal gucken, wo ich das finden kann. Oder ob vielleicht ist es ja auch an den Spielmodus gekoppelt, dass wenn du den Romance-Modus spielst, auch immer die Romance-Grafikoption hast. Keine Ahnung. Oh, maybe. Fände ich ein bisschen schade. Aber ja, mir gefällt es wirklich sehr. Es hat gefühlt mehr Charakter, als ich das so kenne von Total War, weil es diese Heldeneinheiten hat, die sehr viel Charakter bekommen. Und es macht mir wirklich viel Freude. Spielst du es eigentlich auf Englisch? Ich habe es auf Englisch gespielt, dann auf Deutsch umgestellt. Ja, ich habe das auch auf Deutsch umgestellt. Einfach, weil ich gemerkt habe, so verschiedene Worte einfach haben mich immer wieder so ein bisschen zum Stolpern gebracht. Und ich wusste, es ist halt
wenn du eine Fremdsprache hast, dann gerade bei Englisch weiß ich im Kern so ziemlich immer, was es bedeutet, aber oftmals eben die genaue Definition nicht genau. Also ich kann es mir zumindest mal erschließen, aber bei so einem Strategiespiel will ich jetzt schon wissen, ist das jetzt gerade eine Stadt, ist das ein Vasall oder eine Kommune? Ja, und manchmal benutzt es halt einfach Worte, wo ich dann googeln muss. Schon im Deutschen denke ich mir, Komturei. Ja, genau. Schlage genau. Ich erstmal so richtig ganz, nach, ganz genau. Aber wenn das dann noch im Englischen so ein Schritt weiter ist, dann ist so, okay. Und da du dann sowieso gerade immer im Lernen gerade bist und ganze Zeit am dein Hirn rattert, um Sachen zu verstehen, da hilft es dann nicht auch noch zusätzlich, wenn auch nur diese ganz kleine Stufe zu haben. Das habe ich dann auch auf Deutsch umgestellt. Finde die Sprecher okay. Aber so viel gesprochen wird ja eh nicht. Nee. Okay, cool. Das war Total War Three Kingdoms. Wir haben noch zwei kleine Titel, nämlich die wir im Stream letztens hatten. Einmal Superliminal, das du durchgespielt hast. Du meintest auch, es ist gar nicht so lang. Nee, ich habe so 2 Stunden, glaube ich, gebraucht. Im Stream waren wir ja da so ein bisschen mindblown. Das ist ein Spiel, in dem man aus der Ego-Perspektive durch Träume im Wesentlichen geht. Aber stellt es euch trotzdem ein bisschen vor, wie so Labortests, verschiedene Umgebungen, durch die man läuft. Und das Gimmick ist, dass mit Perspektive gespielt wird. Also dass ihr zum Beispiel ein Objekt auch aus weiter Entfernung in die Hand nehmen könnt und dann holt ihr es zu euch und lasst es dann fallen, sodass es perspektivisch größer aussieht, als es vorher war. Und dann ist es auch dann ist es wirklich größer, als es vorher war. Und wenn ihr dann ein großes Objekt nehmt, was oder ein kleines Objekt nehmt, was direkt vor euch liegt und ihr legt es dann in die Distanz, dann ist es, weil ihr es weiter weg abgelegt habt, viel größer, wenn ihr dann näher rangeht wieder. Es ist wirklich schwierig zu erklären. Ich glaube, was man dazu sagen muss, also wenn ihr Sachen, wenn Tom sagt, in der Entfernung weglegen, ihr habt keine, also ihr könnt Gegenstände nicht, wenn ihr haltet sie und sie schweben quasi vor eurem Sichtfeld. Und wenn der Tom sagt, in der Ferne weglegen, heißt das nicht, dass ihr die in die Tiefe so nach hinten schiebt und da ablegt, sondern die schweben immer am gleichen Punkt vor eurem Gesicht. Aber wenn ich halt direkt vor einer Wand stehe und die dann fallen lasse, dann ist die ja auch in dem 3D-Space, in dem Raum, in dem ich bin, direkt vor der Wand. Genau. Wenn ich aber ans andere Ende des Raumes gehe, zur anderen Wand und dann zu der Wand gucke und das dann fallen lasse, dann liegt das auch da gegenüber von der Wand, ganz weit weg von mir und ist dann, hat dann natürlich eine andere Größe, weil es perspektivisch bei mir anders ist und so, das ist komplett... Über das Spiel zu reden ist kompliziert. Man guckt euch mal, das ist gut, dass wir es gestreamt haben, auf unserem Channel, guckt euch mal das Video an, das ist halt das, wo auch wir den Pokémon Stream gucken, danach spielen wir auch Superliminal und das macht es halt fortwährend, also das hat da wirklich so einige richtig geile Tricks auf Lager, und auch, wo ich... Es geht auch um das nochmal weiter aufzumachen, damit ihr wisst, wie breit da die Trickkiste ist. Es geht wirklich um Perspektivspiele auf verschiedene Arten und Weisen. Also auch, dass ihr beispielsweise euch so vor Säulen und Wände stellt, dass die Zeichnung auf diesen verschiedenen Objekten zusammen dann ein neues Objekt ergeben. Und erst wenn ihr euch so davor stellt und man ist so ein bisschen magnetisch, snappt man da auch rein in die richtige Position, dass das dann ein komplettes Objekt ergibt, wird es zu einem dreidimensionalen Objekt in der Umgebung und dann steht da plötzlich ein Tisch, der da vorher nicht stand, aber nur raufgemalt war auf den Wänden. Das ist auch toll. Was dieses Spiel großartig macht, ist ständig die eigenen Regeln brechen. Also es stellt dir Regeln auf, so funktioniert das, damit du dich dran gewöhnst und dann willst du das machen das nächste Mal und dann bricht es damit und überrascht dich. What the fuck is this now? Aber das macht es halt ständig, um dir kleine Momente, kleine Aha-Momente immer wieder zu geben. Genau. Ein Beispiel, das ein bisschen später kommt, ist, du hast halt so Schachfiguren als eine der Gegenstände, die du regelmäßig aufhebst und am Anfang stellst du die dann öfter mal auf so Knöpfe, um Türen aufzumachen. Ja. Und du kannst sie natürlich größer und kleiner machen. Und da bin ich dann in den Raum gegangen, relativ spät, und da hast du dann diese Schachfigur, die im Raum rumsteht und einen Schalter, der direkt vor einer gegenüberliegenden Wand am Boden ist. Und dann nehme ich halt die Schachfigur, gucke zum Schalter und lege die dann ab. Aber statt runterzufallen, ist die plötzlich als Zeichnung in der Wand dann. Weil die hängt halt in meinem Sichtfeld vor der Wand und ich klicke, aber dann fällt die nicht runter. Ich so, hey, warum ist die nicht runtergefallen? Geh näher dran und sehe dann, dass das einfach eine Zeichnung wurde auf der Wand. Und zwar ohne auch nur den kleinsten Ruckler. Und das macht es am Ende halt fucking ständig, dass es die komplette Umgebung um dich herum ändert, dass optische Täuschungen zu 3D-Objekte werden und 3D-Objekte aber auch zu optischen Täuschungen. Und zwar in Sekundenbruchteilen, ohne dass du das merkst und dann für eine Sekunde so völlig, völlig verwirrt bist, warum plötzlich dieses Ding sich nicht mehr mit dir mitbewegt und dann guckst du und ah fuck, das ist jetzt eine Zeichnung am Boden plötzlich, what is this? Und das hat mich wirklich völlig begeistert. Also auf der spielerischen Ebene war ich wirklich
Also nicht ständig, es gibt so, ich würde sagen, in der Mitte des Spiels so 5 bis 10 Minuten, wo es mir ein bisschen zu oft, okay, und jetzt nimmst du dir Cubes und legst sie so, dass sie größer werden und kommst dann an höher gelegene Stufen. Das macht es dann zweimal zu oft. So, dass man sich so eine eigene Treppe baut. Genau, das macht es dann so zweimal zu oft. Das sind aber, wie gesagt, dann so 5 bis 10 Minuten, ja, wo ich dann so kurz dachte, das ist sehr verschmerzbar. Ich glaube, was am ehesten so ein bisschen kritikwürdig ist, ist, dass es halt sehr aus der Zeit gefallen wirkt in seiner Präsentation und in seinem Storytelling, weil es extrem diesen Stanley Parable-Look hat, wo alles direkt aus Half-Life 2 entnommen zu sein scheint. Die Untertitel, die Menüs, aber auch die Umgebungen haben dieses Sterile, wo es so einen Mod-Charakter bekommt. Und die Erzählung ist auch extrem so. Du bist halt in einer Traumtherapie, wie dir gesagt wird, und erlebst dort Träume. Und das ist halt ein bisschen schade, dass die Umgebung, also es arbeitet dann sehr mit dieser Traumlogik, dass alles nur so halb Sinne gibt, aber optisch bist du nicht wirklich in spektakulären Traumumgebungen. Das macht so ein bisschen am Ende, wo es dann auch inszenatorisch so coole Momente hat, aber zu 90% bist du in sehr austauschbaren Warenhäusern und Lagerhallen und Fluren und Bürogebäuden unterwegs, was ein bisschen schade ist mit dem Hintergrund, dass es halt eine Traumumgebung ist. Aber auch erzählerisch hast du dann dieses Ding, du bist hier und es eskaliert dann mit der Zeit immer mehr und offensichtlich läuft nicht alles nach Plan, diese Therapie, wie sie das wollen, aber dann hast du immer eine Stimme, die sehr passiv-aggressiv dir sagt, dass du das eigentlich bist, der ein bisschen was falsch macht und jetzt reiß dich doch mal zusammen, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ist ja nicht das Problem dieses Sprechers. Und das erinnert halt wirklich so krass an Portal 1, dass es ein bisschen langweilig ist. Es ist nicht nur eben, okay, die machen das auf eine eigene Art und Weise, sondern sie machen wirklich genau das. Okay, also kommt da auch kein großer Twist mehr? Es kommt schon ein Twist, ja. Aber jetzt keiner, wo du sagst, okay, hat sich doch gelohnt. Nee, also der Twist ist nett. Ist nett und die Erzählung ist dann im Endeffekt auch nett. Ja. Ich finde die Erzählung an sich sogar super cool, nur wie es sich erzählt, finde ich dann am Ende ein bisschen zu bekannt. Deswegen, also fürs, das Erzählerische ist eher enttäuschend, aber das ist für mich gar nicht so schlimm, weil ich es einfach auf spielmechanischer Ebene so mindblowing fand. Ich hätte halt schön gefunden, wenn da noch mehr dann auf inszenatorischer Ebene mitgemacht werden würde und ich halt nicht so viel Blöcke einfach nur umherschiebe, sondern auch wirklich in abgespaceden Traumumgebungen wäre. Es hat so ein bisschen das Gefühl von so, wie nennt man das? So Programmer Graphics ist doch so ein Ding, was in Entwicklerkreisen, nicht genau mit dem Wort, aber so ein Ding ist, dass halt Spiele am Anfang so richtig furchtbar aussehen, weil sie einfach von den Programmierern so zweckmäßig gebaut werden und dann kommen halt irgendwann die Artists und machen völlig anderes daraus, wo es richtig, also auf optischer Ebene. Und das wirkt hier so, als ob das nicht passiert ist, sondern hier wirkt es immer noch so, als ob es so ein bisschen zweckmäßig lange Zeit ist und das ist ein bisschen schade. Ja, diese Story-Nummer. Mir ging das damals schon so bei Quantum Conundrum, was ja auch schon sehr, ne, ist ja gleiche Designerin gewesen, Kim Swift, aber hatte halt auch eben diese Erzählernummer probiert und das funktioniert nicht mehr so gut wie bei Portal. Und da, ich weiß nicht, ob es einfach das Prinzip an und für sich ist, was sich dann ermüdet. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist die Qualität des Writings. Und ich glaube, wenn Superliminal dann einfach, wenn jede Zeile sitzen würde und jeder Witz sitzen würde, würde man das wahrscheinlich auch viel eher verzeihen. Stimmt schon. Weil sowas wie Stanley Parable kam ja nach Portal und war noch mal anders genug. Das ist ja dann doch ein sehr anderes Spielprinzip. Aber trotzdem sind so leichte Ähnlichkeiten vorhanden, auch mit diesem vierte Wandbrechen. Und Stanley Parable ist so gut geschrieben und so überraschend an vielen Stellen, dass man da total dabei war. Und jetzt erinnert das wiederum an eine Mischung aus beidem, was vorher bereits da war. Ja. Und da scheint dann weder zum einen der eigene Funke so richtig zu kommen, spielerisch natürlich total, also das steht jetzt gar nicht in Frage. Aber dann ist das Writing einfach, ne, man hat sich so vorgenommen, wir machen das jetzt auch so, aber man konnte nicht so gut schreiben. Ich glaube, wenn das Spiel 2013 oder 2012 rausgekommen wäre, dann wäre das in aller Munde gewesen. Dann hätten überall darüber geredet worden, weil das noch momentan geht's wirklich Neues gewesen wäre. Und dieser Tage ist es halt wirklich, man muss sagen, ist es ja auch gerade nur im Epic Store erhältlich, auf keinen Konsolen. Es kommt eine PS4-Version jetzt bald. Aber gerade ist es nur im Epic Store erhältlich. Da würde ich aber sagen, gönnt es euch. Falls ihr irgendwie auf so diese Art von Spielen steht, die Tom gerade auch aufgezählt hat, es ist wirklich eine, also es ist sehr einzigartig
obwohl es auf diese anderen Arten, wie wir gerade beschrieben ja, haben, ja, komplett ja. gar nicht einzigartig ist. Ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Genau, es konkurriert halt ein bisschen mit sich selbst in dem Moment so, oder es kämpft gegen sich selbst und man muss halt Abstriche machen. Es ist nicht so großartig, wie es hätte sein können, aber wenn man es einfach als dieses Gameplay-Erfahrung mitnimmt, ist es genauso großartig, wie man es auch erhofft hätte. Es wäre vielleicht cool gewesen, wenn es eine Stunde länger gewesen wäre. Es hat zwischendurch diese Längen, wo man... Das sagt man selten zu spielen. Genau, wo man ein bisschen zu viel Cubes stapelt, okay. aber es gibt dann auch andere Mechaniken, wo ich gedacht hätte, das hätte ich jetzt gerne noch dreimal in immer absurderen Varianten gemacht. Okay. Ja, wie gesagt, schaut da mal in den Stream rein, falls ihr es mal in Aktion sehen wollt. Da seht ihr auch ein paar dieser Aha-Momente, wie sie direkt auf uns wirken, was finde ich auch nochmal Spaß gemacht hat, sich das nochmal anzuschauen. Und bald im Hinterkopf, dass es das nicht ist. Finde ich auch wichtig. Also, dass es nicht nur das macht. Ach so. Dann noch eine Stunde oder zweieinhalb Stunden. Genau. Sondern dass es auf diesem Level dann noch ganz neue Ideen hat, die richtig toll sind. Ebenfalls im Stream haben wir dann noch A Short Hike gespielt. Das ist wiederum was ganz anderes, nämlich ein super süßes kleines Spiel, in dem man ich weiß gar nicht, was für ein Vogel ist sie? Oh, was für ein Vogel ist? Unbekannt, ein Pinguin. Ähnlicher Vogel. Ja, ich glaube auch ein Pinguin. Nee, das ist kein Pinguin, das ist auch ein anderer Vogel, der aussieht wie ein Pinguin. Wie war denn ihr Name? Ich habe es leider gerade nicht. Claire vielleicht? Vogel klingt richtig. Möglicherweise. Ja, auf jeden Fall, man spielt einen Vogel, die möglicherweise Claire heißt und ist so aus einer Vogelperspektive, ISO-Perspektive unterwegs, um einen Berg herum, so wie ich das gesehen habe, und erkundet im Wesentlichen einfach nur. Und da sind dann ganz viele NPCs, die einem teilweise Aufgaben geben, mit denen man reden kann. Und das ist alles super süß und drollig geschrieben. Und es hat halt so ein, also im Stream haben die im Chat die Leute gemeint, so ein DS-Look. Ja. Da weiß ich sofort, was gemeint ist. So ein gering aufgelösten 3D-Look. Sehr, sehr schön und auch sehr für diese Tage sehr einzigartig, fand ich. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Spiele in den letzten Jahren gespielt, die so aussahen wie dieses Spiel, weil es eben nicht einfach, einfach klingt so, als ob ich mich darüber herziehen möchte, aber es ist nicht dieser Pixel-Art-Look, den sehr, sehr viele Spiele nutzen, sondern es sind halt 3D-Umgebungen und Charaktere, die aber auf eine bestimmte Art und Weise mit einem Filter verpixelt werden, was aber natürlich aussieht und eben, wie du sagst, als ob du so ein Handheld in groß spielen würdest. Ich habe einen Vergleich. Ja. Und zwar ein Spiel, über das habe ich noch nicht geredet, weil es ist auch ganz kurz, nur es ist ein kleines Spiel, was man über Itch.io sich holen kann, namens Toripon. Toripon, das japanische Wort Tori heißt Vogel, soweit ich weiß. Okay. Und Toripon ist quasi Pokémon Snap, nur mit kleinen Vögeln, die in einer Wohnung sich rumtreiben. Oh Gott. Und man ist wirklich nur in so einem kleinen Apartment unterwegs und dann sind da halt, da sind dann überall kleine Burps, verschiedene Arten und einer sitzt dann so auf einem Roomba rum oder so und man hat dann sein Smartphone und macht einfach Fotos von denen, die man dann sofort auf so einer Pseudo-Twitter-Wand postet und die sammelt man einfach nur mit den Fotos, sammelst du die. Die werden nicht groß bewertet oder sowas, da steckt sehr wenig Spiel drin, in Anführungszeichen. Ist eher so ein kleines Experiment, aber es ist zuckersüß und das hat auch diese Verpixelung nur noch mal extrem heftig und du spielst es halt aus der Ego-Perspektive, weshalb es in diesem Spiel auch eine Option gibt, diese Verpixelung auszumachen und damit spielt es sich dann viel besser. Okay. Ja, aber das ist ja hier nicht so, hier wirkt es sehr viel essentieller für den Stil und funktioniert auch total. Jetzt wurde Itch.io, jetzt ist mir auch was eingefallen, es gibt so ein Horrorspiel, ich weiß nicht, ob wir das zusammengespielt haben, wo du in so einem Haus unterwegs bist und das Haus ist quasi so ein bisschen... Ja, das habe ich euch gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Gezeigt. Genau, ich habe es danach auch nochmal selbst durchgespielt. Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Kitty Horrorshow heißt die Entwicklerin. Das hat auch so einen ähnlichen Look so ein bisschen, ne? Das ist auch so dieses sehr verpixelte 3D-Umgebung. Naja, genau. Es gibt ein paar Spiele, die gehen so in diese PlayStation 1-Richtung, wenn du dann so 3D-Umgebung hast. Wie ist die Entwicklerin auch so Kitty Fox? Kitty Horrorshow. Achso, dann gucke ich mal kurz, wie dieses Spiel hieß. Könnte ich ja auch machen. Bin ich vielleicht schneller mit? Ja, dann machen wir eben. Dann kannst du nämlich schon mal über Short Hike reden. Genau. Short Hike, stellt euch vor, Breath of the Wild als Mini-Welt, die man aber frei erkunden kann. Du kannst alles beklettern und bist ein Vogel, deswegen kannst du auch fliegen. Also du kannst nicht aufwärts fliegen, sondern du kannst halt schweben. Anatomy war es, vielen Dank. Super Spiel. Also Spielprinzip von so ein bisschen Breath of the Wild, aber ohne Kämpfe. Du hast eine Umgebung, wo es überall Dinge zu finden gibt, wo du das Gefühl hast, kein Zentimeter dieser Spielwelt ist einfach nur da, um zu füllen, sondern hier gibt es überall was zu finden und du findest Charaktere, die dir kleine Aufgaben geben du hast ein großes Ziel, was hier eben ist, diesen Berg hinauf zu klettern, denn oben hast du Handyempfang und du erwartest einfach auf einen Anruf, das ist die ganze Prämisse, du sagst, ey, ich erwarte einen Anruf, dann sagt dir deine Tante, geh mal nach oben, da ist Handyempfang, sagst du, gut, ich gehe nach oben und das ist der Short Hike. Ja. Aber ich kann weder fliegen noch richtig klettern. Ja, aber hey, we will see how that goes. Und
du sammelst, also die eine zentrale Währung, es gibt mehrere Sachen, die du sammeln kannst, sogar recht viele, aber die zentrale Währung, die es gibt, sind goldene Federn und goldene Federn erlauben es dir eben länger zu klettern. Und das Klettern ist dann wirklich genau wie in Breath of the Wild, du gehst einfach an eine Wand, an alles dran, hältst die A-Taste und dann kletterst du da hoch. Im Gegensatz zu Breath of the Wild ist, kannst du am Anfang wirklich nur sehr kurz klettern und diese goldenen Federn sind quasi eine Ausdauerleiste und du brauchst dann halt mehrere, um wirklich nach oben zu kommen. Und diese goldenen Federn findest du A, einfach durch das Erkunden der Spielwelt, B, aber eben auch indem du mit Charakteren interagierst. Da gibt es einen Charakter, der angelt halt und der bringt dir dann das Angeln bei auf sehr sympathische Art und Weise, weil du kennst halt das Videospielen, du bekommst halt eine Angel, ja. Der erklärt dir dann das Angeln und dann wirfst du dir den Ding raus und dann wackelt, drückst den Knopf, Action, hast den Fisch und der sagt, hier, angel doch mit mir. Du sagst, okay, setz dich hin und wirfst halt das Ding raus und dann sitzen die so 15 Sekunden nebeneinander und so, ist das jetzt? So, ja. Du bist wieder so eine 15-sekundige Pause, so, wow. Und so bringt er halt das Angel bei und das fasst diesen Humor und das Writing, ja, des Spiels so auch wunderbar zusammen. Es ist unglaublich sympathisch, es ist recht natürlich. Es wurde jetzt sehr oft von, habe ich gelesen, dieser Animal Crossing-Vergleich getätigt, das weiß ich nicht, aber das scheint ja zu stimmen. Macht einfach total Spaß, mit diesen Charakteren zu reden. Ist auch gleichzeitig super wholesome, was gut zusammengefasst wird. Ich habe da, habe ich gerade kurz erwähnt, einen Volleyballspieler gesehen. Es gibt einen, der sitzt in so einem Schiedsrichterstuhl, in so einem hohen, und ein anderer, der steht einfach alleine da vor so einem Volleyballnetz und fragst ihn, ey, spielst du Volleyball? Sagt er, nee, ich spiele Stickball. Hier nimmt man den Stick und wir hauen den Ball übers Netz. Und sagst du, okay, was kriege ich, wenn ich gewinne? Sagt er, nee, das ist ein Koop-Spiel. Beziehungsweise der schreibt, das ist ein Koop-Spiel, ohne den Bindestrich. Schön. Und sagt, dein Charakter, meinst du Koop mit Bindestrich? nein, das ist ein Koop-Spiel. Weil du, da geht es halt darum, dass du quasi mit ihm möglichst lange den Ball hochhältst. Und dann, die motivieren dich dann die ganze Zeit und sagen, hey, du hast es fast geschafft und sind auf deiner Seite komplett. Und das ist einfach alles so, ach, schön und wholesome und toll. Die Charaktere sind so schön geschrieben, aber gleichzeitig sehr kurz und bündig. Es ist nie langer Text, der da kommt. Es sind immer nur so kleine Fetzen eigentlich. Aber also, du hast ja das mit der Angel erwähnt. Ich finde auch das so süß mit dem, der so Sandbogen baut mit seiner kleinen Schaufel und du ihm dann sagst, hey, die brauche ich und so. Er hat eine große Schaufel. Genau. Und er sagt, du kannst ja auch eine kleine Schaufel haben. Die gibt's auch. Und er meint, ist so voll überrascht, dass es kleine Schaufeln gibt. Das ist komplett mindblown. Das ist immer so simpel, aber es funktioniert, weil es halt so süß geschrieben ist. Und das ist es halt im Grunde. Also ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Es ist aber auch nur, das weiß ich auch noch, so eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden lang, je nachdem. Name ist Programm. Ja, du kannst wirklich ja selbst auswählen. Also ich könnte jetzt auf jeden Fall schon nach oben einfach rennen und das Spiel beenden, aber ich habe auch noch diverse Quests, in Anführungszeichen, es gibt keine Questlog oder so, aber es gibt halt zwei, drei Sachen, die ich noch finden will für Charaktere und denen geben will, weil das teilweise auch aufeinander aufbaut, dass hier ein Charakter sagt, ich möchte das mit dir machen, aber dann brauchst du erstmal das dafür und was du von woanders bekommst. Und das möchte ich halt wirklich machen, weil es mir wirklich viel Freude bereitet. Die Musik ist super schön, es sieht toll aus, super sympathisch, hat ein paar Euro gekostet auf Steam, gibt es gerade nur auf Steam. Ja, ich glaube nur 8 Euro. Ja, 8 Euro oder so, genau. So Subliminal war, glaube ich, auch 14 Euro auf Epic Store, soll ich nochmal sagen. Auch wirklich eine komplette Empfehlung. Das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Schön, dass wir so Spiele in letzter Zeit haben, die sich gut akkurat selbst beschreiben. Arise, a Simple Story, ist tatsächlich eine simple Geschichte. Und eine Short Hike ist tatsächlich ein Short Hike. Genau. Also finde ich sehr schön. Ja. Ja, ich fand das im Stream super sympathisch. Da habe ich es ja auch zum ersten Mal so richtig in Aktion gesehen. Ich weiß, dass Dani das Spiel tatsächlich schon hat. Ja, habe ich dann auch gesehen auf Steam, genau. Ich will es dann auch nochmal mit ihr weiterspielen, weil ich mir sehr schön vorstelle, sie da neben mir zu haben und die ganze Zeit dieses Ort zu haben, weil so geht es mir ja auch. Ja, genau. Ich habe auch mit Lucy zusammen dann weitergespielt, das war sehr schön. Zuckersüß. Okay, dann sind wir tatsächlich durch mit diesem Podcast, es sei denn, dir fällt noch irgendwas ein spontan. The Expanse sah wirklich cool aus, guck das mal. Ich glaube, ich sollte das mal gucken. Das wurde mir jetzt so oft empfohlen und ich habe dann jetzt mal die ersten zwei Folgen gesehen. Das hat mittlerweile 4 Staffeln, wurde ja von Amazon gerettet quasi, weil es bei Sci-Fi gecancelt wurde. Und das ist wirklich so eine, also Sci-Fi bin ich immer auf der Suche nach. War das dieses Star Trek-like oder ist das was anderes gewesen? Nee, Star Trek-like ist eigentlich nicht so, dass du hast die Prämisse, du hast Erde, Mars und Belter und die Belter sind quasi die arbeiten zwischen den
Planeten ohne, okay, ohne Home und werden quasi ausgenutzt von beiden Seiten. Und dann hast du so ein bisschen da Class-Struggle und du hast dann auch noch so eine Detektivgeschichte drin. Und die Leute, die auf dem Mars aufwachsen, haben so teilweise ein bisschen längere Körper, längere Limbs, weil einfach die Schwerkraft da nicht auf dem Mars, die auf dem Belt aufwachsen, weil die quasi keine Schwerkraft haben. Und die ist ja komplett künstlich, dann müssen sie Medikamente dafür nehmen und sehen deswegen ein bisschen anders aus und haben eine eigene Sprache. Das hat so geiles Worldbuilding. Da fühlst du dich wirklich in so ein richtig geiles, riesiges Rollenspiel geschmissen, wo du eine geile Welt hast, mit geilem Worldbuilding. Und ich habe erst die ersten zwei Folgen gesehen und das hat 2015er TV-CG sehr viel, was so ein bisschen die ganze Zeit ist. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, guckt euch mal The Expanse an. Das ist, glaube ich, bisher das Highlight von denen, die ich gesehen habe. Sehr schön. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren Patreon- und Steady-Supportern. Da könnt ihr uns nämlich unterstützen auf patreon.com/schuckt oder steadyhq.de/schuckt. Würden wir uns sehr darüber freuen. Ab 5 Euro bzw. Dollar erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel der anfangs erwähnten On-Topic-Podcast mit unserer Jahresvorschau 2020. Nochmal Erinnerungen daran. Und natürlich auch die Erinnerung an das immer noch laufende Praise the Casual, in dem ihr jetzt im Old Hunters DLC angekommen seid und das auch sehr viel Spaß macht. Wir sind jetzt bei einem gewissen großen Boss, wo ich sagen kann, also ab nächste Woche, ich würde jetzt Patreon mir holen und Steady holen, danach holen, damit ich nächste Woche direkt bei der neuen Folge dabei sein kann, weil, liebe Freunde, da geht die Luzi ab. Ab $25 bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten und wundert euch nicht, die Reihenfolge ist ein bisschen anders, weil Patreon diese Auflistung geändert hat. How dare they? How dare they? Aber ist doch eigentlich ganz spaßig. Michael Noritz Wolf. Was? Jan Lippert. Hä? Gerebor. Noch ist die gleiche, es sind ja die Steady-Leute. Verdammt. Julian Dreves. Lignum. Maximilian Witwer. Christopher Dietrich. Apu 42. Autaku. Christian Hühndorf. Dito. Jonathan Styles aka Don Stylo. Erik Polacek. Fernando Alonso. Fure 96. Gustian. Hauke Brav. Lennart Struck. Lisa Willig. Markus Ottensmann. McLovin 008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Oma Müller, Sebastian Diehl, Simon Dobichai, Squeezer, Zombie und Wintercracker und Tommy 88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ja, ein paar neue Namen dabei, die ich, glaube ich, mitbekommen habe. Sehr schön, freut mich sehr. Dank. Auch an alle, die seit Ewigkeiten dabei sind. Vielen, vielen Dank. Ich überlege gerade, ob ich eine neue Jahresaufgabe stelle. Hast du Dom genannt? Nee, ich habe gar keinen Namen gesagt. Auch an alle anderen, die schon länger da sind. Vielen, vielen Dank. Nee, aber kurz bevor du jetzt angefangen hast, den letzten Satz, hast du doch irgendwie Dom gesagt. Nee, das war, glaube ich, einfach nur Neues. Das vielleicht. Du hast, glaube ich, Neues, das mir entfleuchte. Neues. Ich glaube, habe ich gemacht. Ich überlege, wir brauchen vielleicht eine neue Hausaufgabe, Challenge für die Patreons, für ihre Namensauflistung. Was, ein Theme. Wie wäre es denn, wenn wir so ein bisschen in die Total War-Richtung gehen, dass wir. Nein, bitte ein bisschen, nicht chinesischen Namen. das wollte ich nicht. Bitte nicht chinesische Namen. Obwohl, das ist nur unangenehm für mich. Ja, das wäre sehr lustig für mich. wohin ich wollte, dass einfach so ein bisschen Statecraft dazu kommt, dass vielleicht Leute Verbündete suchen, so Häuser, Fire Emblem Three Houses mäßig, also ihr vielleicht euch ein Haus sucht, ein Land sucht und sagt, was ihr mit dem Vorstehenden oder Nachkommenden wollt. Das ist vielleicht so ein bisschen, da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal macht. Was ich damit meine ist, ihr könnt halt euren Namen bei, geht das nur bei Patreon oder auch bei Steady? Bei Steady kann man nicht, so, oder? Weiß ich gar nicht, kann man da seinen Anzeigenamen ändern die ganze Zeit? Bin ich mir nicht sicher. Nein, bei Patreon geht es auf jeden Fall. Da könnt ihr euren Namen ändern und halt so wie Nullmon digitiert zu und dann kommt der Name danach. Genau. Finde ich immer ganz lustig. Müsst ihr aber nicht, ihr gebt uns bereits Geld. Vielen Dank dafür. Okay, das soll es dann gewesen sein mit dieser Folge Hooked FM. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Tschüssi, bis dahin, tschüss.